die wir bei den T-Labs in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom entwickelt haben, Autoread. Autoread ist eine App, die es ermöglicht, SMS, E-Mail und News vorzulesen und das Ganze ablenkungsfrei. Der Fahrer hat die Augen auf der Straße und kann sich voll auf den Verkehr konzentrieren und bleibt trotzdem mit seinen Neuigkeiten verbunden. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben vier Bereiche, Telefonie, SMS, E-Mail und News, die wir über ein grafisches Interface bedienen können. Ich zeige das hier mal kurz. Das sind zum Beispiel unsere SMS. Hier haben wir zum Beispiel unsere E-Mails. E-Mail-Konten lassen sich beliebig einrichten. Ich habe jetzt hier an der Stelle in dem Beispiel zwei Konten eingerichtet, über die die E-Mails abgefragt werden. Diese können nutzerspezifisch jederzeit auch ergänzt werden. Wichtig auch, News haben wir vorbereitet mit verschiedenen Kategorien. In jeder Kategorie finden sich RSS-Feeds, die über die Neuigkeiten, in dem Fall Schlagzeilen, informieren, die wir uns auch vorlesen lassen können. Das wollen wir jetzt gleich mal probieren. Wir tippen dazu auf Vorlesen. Kategorie Schlagzeilen. Wut über Bremsmanöver. Franzosen hetzen Münchner 60 Kilometer über die A8. Schweizer. Mit einer einfachen Geste, in dem Fall mit einem langen Druck auf den Touchscreen, kann ich das Vorlesen stoppen und mich zum Beispiel in einer Verkehrssituation dann wieder voll auf den Verkehr konzentrieren. Wenn ich dann wieder in einer entspannten Situation bin, kann ich mit dem Vorlesen fortfahren. Schweizer Prozess, Heiler soll HIV-verseuchtes Blut gespritzt haben. Ich kann auch zwischen den News oder die einzelnen News wissenschaftliche Sensation im mit einer Blätterfunktion zur nächsten gehen. Für ein Loch im Ohrläppchen. Kriegsverbrecher, Milose Fischer gerückt an Sabins Entscheidungsmarathon. Oder zum Hauptmenü. Euronat der Tag der Abrechnung. Hauptmenü. Das heißt, wir haben eine Reihe von Gesten definiert, die sich der Nutzer in einem Optionsmenü jederzeit wieder vorholen kann und anschauen kann, was kann er in diesem Kontext tun. Das zeigen wir ihm hier im Vorlesemodus, sodass er eigentlich keine Bedienungsanleitung braucht. Er ist mit der App jederzeit quasi im Bilde, wie er sie bedienen kann. Wir haben insgesamt 5 Gesten. Das ist eine Anzahl, die ist noch überschaubar, die ist gut zu lernen. Und mit diesen 5 Gesten kann er sich durch das Vorlesen navigieren. Eine möchte ich noch kurz demonstrieren. Das ist die Funktion, wenn wir zum Beispiel SMS uns vorlesen lassen und wir merken, das ist jetzt eine ganz wichtige Nachricht, auf die will ich unbedingt reagieren. Dann brauchen wir mit dieser App jetzt nicht mehr umständlich in Adressbüchern suchen und nach dem Absender suchen und den anrufen, sondern das passiert folgendermaßen. Wir lassen uns also hier mal in dem Beispiel die SMS vorlesen. SMS von Thomas Scherbart. Hallo. Wir treffen uns morgen um 20 Uhr am Hauptbahnhof. Jetzt will ich den bitte anrufen. Die Fahrkarten nicht vergessen. Und mache einfach eine Geste, ein C wie Call. Und in dem Moment wird der Absender angerufen. Das heißt, die Bedienung ist denkbar einfach gehalten. Man muss nicht viel lernen. Man muss sich einmal die App anschauen und kann dann sie während der Fahrt benutzen. Vielleicht noch als Ergänzung. Die Sprachausgabe, die wir jetzt hören, klingt SMS etwas roboterlastig, aber der Kunde hat die Möglichkeit, sich, in der App wird er darauf hingewiesen, sich eine höherwertige Sprachqualität von Google Play herunterzuladen, für die er dann allerdings bezahlen muss. Insofern ist es an dem Kunden selbst zu überlegen, komme ich damit aus, reicht mir das oder möchte ich es ein bisschen besser klingen lassen. Das ist Autoread.